Experte heute Nachmittag. Herr Brunner, Syrien, wir haben es gerade noch mal im Beitrag gehört, überschattet das Börsengeschehen. Wie sieht es denn an den Anleihenmärkten aus? Ja, an den Anleihenmärkten ist es doch noch relativ ruhig. Sicherlich hat der Syrien-Konflikt dazu beigetragen, dass der Bund-Future, der ja letzte Woche Freitag ja richtig angeschlagen war, die wichtige Marke, charttechnisch wichtige Marke von 140 nach oben durchbrochen hat. Er ging sogar bis 141, allerdings konnte er dieses Level nicht halten und hat heute doch, ist heute schon wieder leicht im Minus, circa 50 Ticks. Und man sieht, die Krise wird am Rentenmarkt jetzt nicht so ernst genommen. Man sieht es auch bei den Peripherieanleihen. Im Lauf der letzten drei Tage ist die Rendite von italienischen und spanischen Staatspapieren lediglich um 10 Basispunkte gestiegen. Das ist nur moderater Krisenmodus hier. Bleiben wir gleich mal in Italien. Sie sagten, in den letzten drei Tagen ist ja so ein bisschen was abgebröckelt. Jetzt hat man heute noch mal Anleihen platziert. Wie war die Nachfrage? Also die Nachfrage war trotz der Regierungskrise überraschend gut. Sie war genauso hoch wie bei der letzten Auktion. Die 8,5 Milliarden halbjährige Papiere waren 1,47-fach überzeichnet. Italien musste lediglich einen leicht höheren Zins bezahlen. Bei der letzten Auktion betrug dieser Satz noch 0,779. Diesmal waren es 0,886, also knapp 0,1% mehr. Vor Syrien hatten die US-Anleihenkäufe das Geschehen bestimmt. Wir haben ja hin und wieder darüber gesprochen. Und die große Frage ist und bleibt, wann beginnt die Drosselung? Wann dreht die Fed so ganz langsam die Geldmenge wieder zurück? Also es gab ja gestern die Umfrage zum Verbrauchervertrauen, das das Conference Board veröffentlicht hat. Das Verbrauchervertrauen ist überraschend stark gestiegen. Vor allem die Komponente vom Arbeitsmarkt war überraschend gut. Und aufgrund dieser Zahlen, wie die Verbraucher die Lage zum Arbeitsmarkt einschätzen, lässt sich auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt recht gut prognostizieren. Und dadurch von diesen Zahlen, die vorliegen, ist damit zu rechnen, dass im August die Arbeitslosenrate auf 7,1% gefallen sein könnte. Und das wäre natürlich ein Argument für die Fed, mit der Drosselung der Anleihekäufe bei der nächsten Sitzung im September zu beginnen. Dann warten wir noch auf die belastbaren Zahlen. Schauen Sie lange noch auf die Mittelstandsanleihen oder den Bereich der Mittelstandsanleihen. Was tut sich dort momentan? Also trotz der Krise halten sich die Märkte dort überraschend gut. Man kann sagen, es war eine knapp behauptete Woche, wobei es doch auch einige Anleihen gibt, die sich sehr gut entwickelt haben. Hier nenne ich die Terna, die innerhalb dieser Woche 2% zulegen konnte. Auch die Deutsche Rohstoff AG, die natürlich auch von den geopolitischen Krisen im Moment profitiert, konnte leicht zulegen in dieser Woche. Also insgesamt eine gut behauptete Woche und diesem ganzen Umfeld, diesem nervösen Umfeld, halten sie sich erstaunlich gut. Arthur Brunner von ICF Kursmakler. Dankeschön und einen guten Nachmittag nach Frankfurt. Bitteschön.